Christian, du bist doch Veganer. Ich hab da ganz viele Argumente, denn dann kannst du nicht mehr sagen, vegan ist super. Tiere töten andere Tiere, um sich selber auch zu ernähren. Warum sollten wir das denn nicht auch tun, Christian? Die Bilder aus der Massentierhaltung, das sind doch auch nur Extremfälle. Also können wir doch gutes Fleisch essen, Christian. Vegane Ernährung bedeutet zwangsläufig Mangelerscheinungen. Das muss ich mir doch wirklich nicht antun, stimmt doch, Christian. Pflanzen haben auch Gefühle, sie haben doch auch Nerven. Da dürften wir ja gar nichts mehr essen, oder was sagst du, Christian? Die Urmenschen könnten sich nur entwickeln, weil sie viel Fleisch gegessen haben. Daher ist Fleisch extrem wichtig, hast du's verstanden, Christian? Milchkühe müssen gemolken werden, die geben sowieso Milch. Geht das nicht in deinen Kopf rein, Christian? Und ohne Milch brechen deine Knochen und deine Zähne, das wirst du dir doch wirklich nicht antun, Christian. So, jetzt will ich's aber wissen, ob du das alles verstanden hast. Gib mir jetzt deine Antwort, Christian. Ja, ich habe verstanden, was du übers Vegansein denkst. Aber das ist mir alles scheißegal, ich bin Roganer.